So, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 A Thief's End. Und wir sind beim PlayStation 1 Game. Und um welches es sich handelt, sehen wir jetzt gleich. Ich muss nur ganz kurz das Spiel speichern, weil nämlich ich das Problem hatte, dass ich gerade eben schon aufgenommen hatte, aber meine Webcam nicht akzeptiert wurde, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Okay, sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Und es ist Crash. Yeah. Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Okay. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera. Geht klar. Ja, und mit X springst du. Hey, wo ist X? Beim rechten Daumen. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich habe dem Felsblock nichts getan. Benutze den Weg. Vielleicht schaffe ich ja jetzt dann doch noch den Was ist das? Highscore. Fuchs? Sieht nach Fuchs aus. Aber ich glaube es nicht. Fuchs. Okay. Lauf auf die Kamera. Zur Kamera. Geht klar. Ja, und mit X springst du. Hey, wo ist X? Beim rechten Daumen? Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich habe dem Felsblock nichts getan. Das geht nicht weh. Das war nicht so schlecht. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Bordelachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Warum zerstört ein Fuchskissen? Er macht das eben. Checkpoint. Das ist nicht sehr realistisch. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Okay, nimm die Frau. Was macht die Frau? Bei 100 bekommst du einen extra. Habe ich den jetzt erwischt? Ich weiß Wer es hat nicht. Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Puh. Das ist echt nicht so leicht. Das ist wirklich hart. Ich komme nicht höher. Ich schaff's einfach nicht. Ich komme nicht höher. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Werden. Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist weißt viel du, leichter weißt im du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du ich, tun? Ich warne was dich. Was willst du tun? Ich warne Echt dich. Jetzt, was willst hey, du tun? Sag's Zeig's dir. mir. Ich was sag's willst dir. du tun? Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Aber ehrlich, schafft man es, den Highscore zu knacken? Ich hab's nicht geschafft. Und vor allem wie? Wie schafft man das? Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich
suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Was ja verständlich ist. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Das ist für mich der beste Teil. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay. Das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten.
Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Zeig mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Ja. Vámonos. Bin gleich wieder da. Ich muss nur Hector Alcázar. Ich muss nur kurz gucken, ob es funktioniert hat. Wartet kurz. Yay, es hat funktioniert. Es geht also jetzt. Das ist sehr gut, das freut mich. Wir müssen jetzt flüchten. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Ich kann nur leider nicht sprinten. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier, die wirst du brauchen. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Dankeschön. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Háganlo. Achso, der erschießt also auch Leute. Die Gefangenen hat er auch erschossen. Habt ihr das gesehen? Schon, oder? Schön. Mein Hund trinkt gerade was. Das kann sein, dass man es im Hintergrund hört. Was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse.
Los einfach. Ja. Bist du okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Gut, dass ich weiß, wo ich hin muss. Dankeschön. Warum erschießen Sie den nicht? Die ist besser, ich weiß es aber nicht. Ich kenne mich mit Waffen überhaupt nicht aus, wenn ich ehrlich bin. So, habe ich jetzt... Ach so, okay. Ich nehme jetzt einfach die. Ja, ich bin bereit. Jetzt nicht mehr. Wie lange lebt der denn noch? Glaube ich mir. La 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 la. Oh oh. So geht er denn nicht in Deckung? Ist er jetzt in Deckung oder nicht? Mein Gott, der Alte geht nicht aus dem Weg. Wieso geht er nicht in Deckung? Was ist denn sein Problem? Gott sei Dank. Sonst wäre ich jetzt ordentlich draufgegangen. Genau reingesprungen in seinen Schuss.
Und geschafft. Yay! Yeah, wir haben es geschafft. Was uns bei der Flucht jetzt noch erwartet, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert, wenn es so ist. Macht's gut, bis zum nächsten Part und tschüssi!